wird. Und wir tauchen in der Tagesordnung wieder vorne auf beim Tagesordnungspunkt 19, Änderung der Parkgebührenverordnung. Hier startet in die Fraktionsrunde die SPD-Fraktion. Möchte nicht beginnen, die FDP-Fraktion? Auch nicht. Dann die Dissidenten. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte sehr. Sehr geehrter erster Bürgermeister, ich muss ja sagen, Sie machen das heute wieder die Leitung hervorragend. Da kann man auch mal klatschen. Ist wirklich erfrischend und mit Humor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Wir behandeln hier im Großen und Ganzen eine Problematik, die es, ja, sage ich mal, die tatsächlich eine große Problematik ist, nämlich dass Pflegedienste, Hebammen, aber auch Handwerker, Autos in vielen Stadtteilen in Dresden kaum oder keine Parkplätze finden, Parkgebühren bezahlen müssen. Und gerade bei den Pflegeberufen ist das ein riesiges Problem, denn die haben ja sehr viele Termine, die mitunter relativ kurz sind, und da schafft man halt an einem Arbeitstag, wenn man dann ein, zwei Stunden damit beschäftigt ist, einen Parkplatz zu suchen, schafft man halt nicht so viel. So, das heißt, das Problem ist sehr groß, die Lösung aber, die viele Fraktionen wahrscheinlich vorschlagen werden, ist einfach mal schlicht und ergreifend nicht geeignet, das Problem zu lösen. Denn dieser Stadtrat hat sich in seiner großen Weisheit vor einiger Zeit dazu entschlossen, zu verlangen, dass es pauschale Parkerlaubnisse, 100 Euro im Jahr oder sowas, für Hebammen, für Handwerker, für Pflegeberufe gibt. Und dieses Vorgehen ist schlicht und ergreifend rechtswidrig. So, es verstößt gegen höherwertiges Recht, das haben wir damals, oder hat die Verwaltung damals auch schon allen immer gesagt, hat gesagt, wenn wir das beschließen, naja, dann wird die Landesreaktion kommen, uns einen Brief schreiben und dann müssen wir es rückgängig machen. Es war der Mehrheit in diesem Rat egal. Jetzt ist es soweit, die Landesreaktion hat geschrieben, wir müssen es rückgängig machen. Und das genau steht jetzt in der Vorlage drin, also ein Paragraph, da Punkt 5. Hebammen, Punkt 6, Handwerker, soll gestrichen werden. Und zumindest so verstehe ich das Schreiben von der Landesdirektion, muss gestrichen werden. Jetzt möchte ich aber mal darauf hinweisen, warum dieses Vorgehen, nämlich Hebammen und Handwerkern eine pauschale Parkgenehmigung zu geben, gar nicht das Problem löst. Es geht komplett am Problem vorbei. Ja, natürlich, wenn ich jetzt irgendwo parke, dann muss ich aussteigen, Parkschein ziehen, das reinlegen, das dauert ein paar Sekunden und natürlich muss ich diese Kosten dann auch irgendwie auf die Endkundin umlegen. Aber das wesentliche Problem, was die Menschen haben, die arbeiten und arbeiten wollen und arbeiten müssen und dafür mit dem Auto fahren müssen, ist doch, dass sie überhaupt keinen Parkplatz finden. Das ist doch das Hauptproblem. So, das heißt, wenn Sie wirklich mehr Effizienz in Handwerkerautos bringen wollen, in Autos von Hebammen, in Autos von Pflegekräften, dann müssen wir Parkplätze haben. Das heißt, wir müssen die ganzen Stehzeuge wegkriegen. Ja? Wir müssen zum Beispiel Anwohnerparkzonen oder Parkzonen ausweiten. Wenn Sie das machen, ja, dann verschwinden sofort die Dritt-, Viert-, Fünft-Autos, die da monatelang zum Teil stehen und nicht genutzt werden. So, Sie müssen die Parkgebühren anheben. Wir könnten zum Beispiel über Kurzzeitparken nachdenken. Ja, warum nicht? Machen wir hier 50 Meter Kurzzeitparken, kann man ran, kostet dann halt irgendwie eine halbe Stunde, einen Euro oder wie viel auch immer, und dann wäre wenigstens ein Parkplatz da. So, und schlussendlich, ich möchte meine letzte Minute benutzen, einmal einfach zu sagen, dass, wenn Sie jetzt sagen, mehr Parkplätze, also es geht einfach nicht. In vielen Wohngebieten geht es einfach nicht, denn, wie sage ich immer so schön, die Logik muss obsiegen. Ja? Sie haben ein Haus hat 10 Meter Länge oder Breite, es sind 4 Stockwerke, 8 Wohnungen. Wenn jetzt jede Wohnung ein Auto hat, versuchen Sie mal, 8 Autos auf 10 Meter zu parken. Es geht nicht. Wenn Sie jetzt mehrere Häuser nebeneinander haben,
dann ist es natürlich, dann ist es logisch, dass einfach kein Parkplatz da ist. Da müssen Sie dann einfach Dinge tun, da müssen Sie Verantwortung übernehmen, da muss dieser Stadtrat Verantwortung übernehmen und muss Maßnahmen ergreifen. Und die einzig sinnhafte Maßnahme, die man in diesen Gegenden, wo schlicht und ergreifend von der Logik her bestimmt zu wenig Platz ist, dass jeder ein eigenes privates Auto hat, heißt Autos, parkende Autos reduzieren, Stehzeuge reduzieren, Carsharing anbieten, Bus, Rad, Bahn, Fußverkehr fördern, die Geschäfte, die Einzelhandel in die Wohngebiete reinkriegen und nicht irgendwo riesige Einkaufszentren bauen. Das ist das, was man machen kann. Von daher, weil nämlich die Vorlage, also die Beschlussvorlage jetzt nur die Handwerker vorsieht, ich aber sozusagen ein logisch denkender Mensch bin, beantrage ich, dass wir über die Ursprungsfassung, wo also Hebammen und Handwerker gestrichen werden, ja abstimmen. Und damit komme ich hier zum Schluss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann, auch für den Antrag zum Abstimmungsgang hinterher. Als nächste Fraktion, Freie Wähler. Kein Bedarf. Dann CDU-Fraktion. Grüne. Bitte sehr. Stimmt. Aus Pieschen ist es ein bisschen weiter bis nach vorne. Von den hinteren Rängen ist es ein bisschen weiter bis hier vor. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann ja dem, was der Kollege Martin Schulte-Wissermann gesagt hat, in Teilen was abgewinnen. Leider sind die Schlüsse, zu denen er kommt, nur teilweise die, die wir auch ziehen würden. Naja, aber grundsätzlich hat er schon dahingehend recht, dass es natürlich so ist, dass das, was wir mit der Parkgebührensatzung gemacht haben, natürlich noch nie effektiv für mehr Parkplätze sorgt und dass dafür natürlich Kurzzeitparkplätze und Ladezonen etc. eingerichtet werden sollten. Und das ist ein wichtiges Thema und darüber müssen wir uns auch kümmern. Aber unabhängig davon haben wir damals, als wir die Parkgebühren erhöht haben, was uns ja doch schon einigermaßen Schmerzen bereitet hat, haben wir gesagt, dass wir Ausnahmen für Handwerker und für Pflegedienste wollten. Und das wurde auch getragen von allen Fraktionen, die damals die Parkgebührenerhöhung mit beschlossen haben. Vom Land wurden die Regelungen offensichtlich beanstandet. Da kann man jetzt sicherlich drüber noch mal reden, wie das dazu gekommen ist und wer das da wirklich beanstandet hat. Aber sei es drum. In einem langen Prozess sind dann von der Verwaltung zumindest für das Handwerkerparken vernünftige Regelungen vorgeschlagen worden, mit denen wir mitgehen können. Allerdings die vorgeschlagenen Lösungen für Pflegedienste, die fallen ja deutlich hinter die Ausnahmen für Handwerker zurück und sind aus unserer Sicht nicht zustimmungsfähig. Und ich sage schon mal deshalb, wir hätten gern den federführenden Bericht abgestimmt. Jeder weiß um die Zeitnot und die finanziellen Zwänge beim Pflegepersonal. Der Kollege Martin Schulte-Wissermann hat das schon gesagt. Und die Parkplatzsuche geht natürlich zu Zeitlasten für die Pflegedienste. Und die Kosten werden natürlich zum Schluss auf die Angehörigen oder auf die Pflegenden umgelegt, was auch schwierig ist. Wie gesagt, wir hatten das schon mehrfach gefordert, dass man da andere Dinge machen könnte. Allerdings ist da bis heute nichts passiert. Wir fordern daher nochmal den zuständigen Bürgermeister, den Kollegen Kühn, auf, doch sich beim Land zum einen für bessere Ausnahmemöglichkeiten einzusetzen und auch für entsprechende Parkmöglichkeiten zu sorgen. Und ich sage mal, die Mehrheit muss er sich ja schon selber suchen, um was zu ändern. Wir sind der Meinung, so schlecht wie die Bedingungen für die Ausnahmegenehmigung für die Pflegedienste sind, dem können wir nicht zustimmen. Deswegen bleiben wir auch bei dem federführenden Ausschussbericht. Danke. Vielen Dank, Herr Böhm, AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Herr Böhm hat es ja gerade gesagt, beim Land für bessere Bedingungen einsetzen ist natürlich schwierig. Die StVO ist halt Bundesgesetzgebung. Da muss man sich halt woanders dafür einsetzen. Letztendlich kommen ja die Warnungen, dass die Änderung der Parkgebührensatzung, so wie es die CDU sich gewünscht hatte, diese Änderungen so nicht umsetzbar waren, kam ja nicht erst nach dem Beschluss, die kam ja schon auch vor dem Beschluss ziemlich deutlich. Dennoch haben die haushaltstragenden Fraktionen mit ihrer unendlichen Weisheit und Mehrheit das dennoch so beschlossen. Deswegen stehen wir jetzt hier an diesem Punkt und müssen die Satzung so ändern, dass sie wieder der Realität entspricht, der Verwaltungsrealität entspricht. Ich würde das Ganze vielleicht ein bisschen in der Chronologie etwas einordnen.
Wir hatten damals als AfD-Fraktion gemeinsam mit den Freien Wählern 2019 einen Antrag eingereicht, wonach ein Verfahren entwickelt werden soll, was gemäß § 46 StVO Parkerleichterungen für Handwerker und Dienstleister entwickelt, die außerhalb dieses Couponsystems sind, was damals noch zur Anwendung kam, was ja damals wirklich halt nur für ungeplante und außergewöhnliche Leistungserbringungen gedacht war und was natürlich dann nur auf sehr wenige Unternehmen zutraf, was wir halt etwas vereinfacht haben wollten. Der Fokus der Parkerleichterung lag damals auf das Thema Parken in Anwohnerzonen, Parken in parkraumbewirtschafteten Bereichen, aber ohne Lösen eines Parkscheins und auch das Parken in verkehrsberuhigten Bereichen während der Lieferzeiten. Nachdem dann unser Antrag auch mit tüchtiger Mithilfe der CDU monatelang in den Ausschüssen vertagt wurde, kam dann ungefähr ein halbes Jahr später die CDU mit einem eigenen Antrag, der das gleiche Thema behandelte, weitestgehend identisch war, aber halt noch einen draufsetzen wollte, unter anderem auch das Parken im Halteverbot dort mit zum Thema machte, was natürlich auch schon rechtswidrig war. Im Ergebnis wurde natürlich unser Antrag gewohnterweise abgelehnt. Die CDU konnte ihren Antrag im Zuge der Verhandlungen über die Parkgebührensatzung, auch im Zuge der Haushaltsverhandlungen, dort quasi als Begleitbeschluss mit einbauen. Und im Ergebnis haben wir jetzt die jetzige Situation. Wir haben eine Satzung, die eigentlich rechtswidrig ist und so nicht angewandt werden kann. Was aktuell angewandt wird, das hat die Verwaltung auch in den Ausschüssen deutlich gemacht, ist das, was wir als AfD damals gefordert hatten, nämlich Parkerleichterungen auf Antrag, eben für diese Handwerker und für diese Dienstleistungserbringer. Und insofern sehen wir es uns heute als nicht als unsere Aufgabe, dass wir diese rechtswidrige Satzung bereinigen, also zumindest nicht als AfD-Fraktion. Das sollen diejenigen machen, die es verbockt haben. Deswegen werden wir uns auch enthalten. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wertz, bitte. Ja, Veränderung der Parkgebührensatzung. Streitig ist die Regelung zur teilweisen Gebührenbefreiung oder Pauschalisierung der Gebühr für Pflegedienste, Hebammen und Sozialdienste sowie für Handwerker und Gewerbetreibende. Für Handwerker, Gewerbetreibende ist eine Lösung gefunden worden, die von den Betroffenen akzeptiert wird. Dann kann man das auch so, wie es der Bauausschuss beschlossen hat, aufheben, diesen Punkt der Satzung. Und bei den Pflegediensten, Hebammen, ist es eben nicht so. Und wenn Gebührenerleichterungen für diese Dienste rechtswidrig sind, dann ist nicht die Frage, dass wir uns schlecht verhalten, sondern ist das Recht einfach schlecht. Und muss man sagen, Pflegedienste, Sozialdienste, Hebammen, die arbeiten unter Stress, die haben Pflegesätze, die werden von meiner, auch von mir als Angestellter bezahlten Pflegeversicherung bezahlt. Und ich möchte eigentlich, dass diese Pflegeversicherung, das Geld für die Pflege verwendet wird und nicht in den Kommunalkassen für Parkgebühren verschwindet, weil das ist der Geldkreislauf, der sich dann abbildet und da habe ich was dagegen, dass das so ist. Und wenn nicht die Landesdirektion, sondern das Landesamt für Straßen und Verkehr dann schreibt, naja, das ist doch ein Gewerbebetrieb, so ein Pflegedienst und die müssen das hier einkalkulieren. Wenn die das einkalkulieren, dann fehlt diese Summe, die Parkgebühren gestiegen sind oder die Parkgebühren fressen, die fehlt eben dann an der Pflege oder am Gehalt der pflegenden Person. Und da sage ich, da ist etwas faul und das wollen wir nicht. Und da kommen wir nochmal zur grundsätzlichen Diskussion. Wir haben uns eine Beschlussempfehlung, die wir auch weiter im Prinzip bestätigen wollen, die eben diesen Punkt der Gebührenbefreiung für Pflegedienste eben gerade nicht aufhebt. Und aus folgendem Grund, in der Ausschussdiskussion hat sich herausgestellt, es gibt überhaupt keinen Rechtsakt, überhaupt keinen Verwaltungsakt, der diese Satzung außer Kraft setzt. Der Oberbürgermeister hat bei der Beschlussfassung nicht widersprochen. Die Landesdirektion hat nicht widersprochen, es hat eine Behörde einen Brief geschrieben. Das ist alles. Und die begehren von uns, dass wir das aufheben. Die Verwaltung geht pflichtschuldigst hin und gibt diese Vorlage rein. Da sage ich, liebe Leute, wenn ihr von uns einen demokratischen Beschluss habt, Pflegedienste, Sozialdienste und Hebammen unter Druck zu setzen, dann werdet ihr diesen demokratischen Beschluss von uns nicht kriegen. Dann kriegt ihr von uns eine Ablehnung. Dann sagen wir Nein dazu. Wenn ihr das so wollt, dann müsst ihr den Rechtsweg bestreiten und müsst es per Verwaltungsakt aufheben, weil da ist es eure Sache. Dann ist es eure verdammte Verantwortung, dass ihr diese Zustände so eben durchsetzt. Aber einen demokratischen Beschluss geben wir dazu nicht ab und das kann auch niemand von uns verlangen, das tun wir auch nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wirz. Ich wiege so ein wenig den Kopf, weil es natürlich richtig ist, ein Brief ist ein Brief und nicht mehr als ein Brief. Jetzt könnte ich natürlich im übertragenen Sinne sagen, wenn mir ein Bürger einen Brief schreibt und ich sage, der hat einen Brief geschrieben und ich mache erst, wenn er mich verklagt, dann wäre das rechtlich korrekt, aber im Umgang miteinander auch schwierig. Also es ist ein bisschen trickreich in der Situation, wie man mit einem Brief so umgeht. Und da behörte ich zumeist ja halt rechtlich korrekt aufgegriffen worden ist. Was aber natürlich richtig ist, es ist die Aufgabe der Verwaltung, diesen Konflikt, den die Landesdirektion der Stadtverwaltung aufgezeigt hat, dem Rat als Verordnungsgeber vorzulegen und jetzt nicht darüber hinwegzutäuschen, dass er nichts ist. Aber die Entscheidung über das weitere Vorgehen trifft natürlich der Rat und deswegen jetzt die Vorlage. Soweit. Herr Kollege Kühn, noch mal zur fachlichen Untersetzung, bitte. Also dieses Grundproblem liegt in der Straßenverkehrsordnung und dort, dass es eben keine pauschalen Ausnahmegenehmigungen geben kann auf der Basis dieser gültigen Straßenverkehrsordnung, sowohl für die Pflegedienste als auch für das Handwerk. Dort ist der Hebel, an dem man ansetzen muss. Das können wir auf kommunaler Ebene nicht. Das LASOV als obere Straßenverkehrsbehörde ist sozusagen, dass diejenigen, die Hüterin auf Landesebene, was das Straßenverkehrsgesetz angeht. Ja, da ist immer sicherlich Handlungsspielraum, aber diese Gespräche habe ich ja nur genau geführt, um zu gucken, gibt es da noch Handlungsspielraum, und den sieht auf Basis der geltenden Rechtslage das LASOV nicht. Jetzt kann man sich da länger weiter streiten, aber der Hebel liegt eigentlich auf einer anderen politischen Ebene und die Frage ist, ob man jetzt Verwaltungsarbeit damit bindet, hier eine Auseinandersetzung zu führen, wo auf anderer politischer Ebene die Rahmenbedingungen verändert werden müssen. Das geht bis zu dem Thema wie Digitalisierung. Wir haben ja jetzt dafür gesorgt, dass die elektronische Beantragung möglich ist. Ja, aber es muss immer noch sozusagen in Papierform in den Fahrzeugen ausgelegt werden. Auch das ist natürlich eigentlich nicht mehr zeitgemäß, aber genau das steht in der Straßenverkehrsordnung. Gibt ja einen beschlossenen Koalitionsfraktionen haben ja gesagt, sie wollen alle Gesetze im Digitalisierungscheck unterziehen. Hier wäre sicherlich ein Ansatzpunkt. Was wir gemacht haben mit Blick auf die Pflegedienste, das haben wir in den Ausschüssen noch deutlich gemacht. Wir haben bei der Frage der Gebührenermittlung schon ganz deutlich in Ihrer Intention, die wir ja auch teilen, gearbeitet. Wir haben nämlich nur den Verwaltungsaufwand bei der Erhebung der Gebühren geltend gemacht. Eigentlich sagt die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, muss noch der wirtschaftliche Wert berechnet werden. Das haben wir nicht gemacht, weil wir auch was die, sagen wir mal, die volkswirtschaftliche Leistung der Pflegedienste angeht und die gesellschaftliche Leistung ja eine ähnliche Einschätzung haben. Also wir haben das, was wir jetzt an Handlungsspielraum haben, ich sage jetzt mal ganz deutlich, schon ausgereizt. Und insofern besteht natürlich die Gefahr, wenn wir hier was ausreizen in der Intention, wie Sie ja auch damals auf die Stadtratsanträge mehrerer Fraktionen wurde hingewiesen, wenn wir hier also was ausreizen und uns dann in Rechtsstreit begeben, besteht natürlich dann die Gefahr, dass wir dann am Ende auch in eine Situation kommen, dass das, was wir jetzt schon auf Basis anderer der besagten Fraktionsanträge und der Beschlüsse umgesetzt haben, dann sozusagen wieder einkassiert bekommen. Das ist sozusagen jetzt auch ein Risiko und wir haben so oder so die Situation, dass der Beschluss, so wie Sie die Parkgebührensatzung beschlossen haben, so nicht vollziehbar ist. Rechtsstreit hin oder her. Insofern ist es eine Frage der Abwägung, ob man sich jetzt auf ein Verfahren begibt, wo man dann auch sagen muss, ist es das eigentlich an der Stelle wert, wenn man auch an anderer Stelle mit der oberen Verkehrsbehörde eigentlich gut zusammenarbeiten will, wenn doch die gesetzliche Grundlage auf Bundesebene zu ändern ist. Vielen Dank, Herr Kollege. Mit der Fraktionsrunde sind wir auch durch. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich habe den Änderungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann in der Anlage die Ursprungsfassung zu nehmen und dann schauen wir, ob das eine Mehrheit bekommt und kommen dann zum federführenden Ausschussbericht. Ich rufe zunächst den Änderungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann zur Abstimmung.
Dieser hat mit 20 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden. Und ich rufe damit den unveränderten Bericht des federführenden Ausschusses zur Abstimmung. Dies hat 45 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 19 absolviert.